Hallo aus der Proklima Wissenswerkstatt. Sicherheit auf der Baustelle ist nicht nur wichtig für den Menschen, sondern auch für die Konstruktion. Und wer ein Gebäude sicher planen, bauen und natürlich drin wohnen möchte, das wenig Schäden aufweist oder am besten gar keine, der nimmt am besten eine Dampfbremse mit gutem Hydrosafe-Wert. Hydrosafe hört sich total kompliziert an, aber ich kenne da jemanden, der das sehr einfach erklären kann. Und das ist Michael Förster, er leitet die Proklima Anwendungstechnik. Hallo Michael, Hydrosafe, warum sollte ich mich damit überhaupt beschäftigen? Einfach gesagt, Hydrosafe sagt aus, wie sicher ein Bauteil ist. Ich fange mal von vorne an. Feuchtevariable Dampfbremsen können ja verschiedene Widerstände gegen Feuchtigkeitsdurchgang annehmen. Deswegen sorgen sie ja für sichere Bauteile. Wichtig ist, dass der feuchtevariable SD-Wert eine möglichst große Spreizung hat. Und dann bietet die feuchtevariable Dampfbremse einen großen Schutz. Im Winter muss sie möglichst dicht sein, also wenig Feuchtigkeit kann ins Gebäude gelangen, in die Konstruktion. Und im Sommer muss sie dagegen sehr diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit wieder austrocknen sollte. Aber was ist eigentlich in der Bauphase? Da ist doch immer richtig feucht. Dringt da die Feuchtigkeit nicht in die Konstruktion ein? Das ist ein vergleichsweise kurzer Zeitraum, den du da ansprichst, aber ein sehr wichtiger. Jeder, der schon mal kurz nach dem Einbauen von Estrich oder Verputzen der Wände auf einer Baustelle gewesen ist, kennt das. Man kommt sich vor wie in einer Tropfsteinhöhle. Es ist sehr feucht. Auf kalten, vergleichsweise kalten Oberflächen sieht man Kondensat, hier am Fensterrahmen ganz besonders gut. Auf Winterbaustellen mit kalten Außentemperaturen hängen also überall Tropfen. Wenn es zu viel wird, läuft das Wasser runter. Auch in dieser Zeit muss eine feuchtevariable Dampfbremse Schutz vor Durchfeuchtung bieten. Ganz klar, da muss natürlich eine Dampfbremse ausreichend dicht sein. Ausreichend dicht, das ist ja so eine relative Aussage. Was ist denn relativ dicht? Ja, genau. Jetzt kommen wir auf den Hydrosafe-Wert. Der bietet nämlich eine gute Orientierung. Er gibt an, welchen SD-Wert eine feuchtevariable Dampfbremse nach zum Beispiel Putz- oder Estrichlegearbeiten haben muss. Dann ist das Bauteil geschützt. Das Schöne daran ist, dieser Wert ist genormt. Die Holzschutznorm, die DIN 68800 Teil 2, sagt, dass dieser zwischen 1,5 und 2,5 Metern bei 70% relativer Luftfeuchtigkeit liegen muss. Du hast ja gerade Estrich erwähnt. Wenn vor allem Estrich verlegt worden ist oder die Wand verputzt worden ist, dann ist er richtig feucht. Was bedeutet das dann? Genau, gut aufgepasst. Der Wert ist dann deutlich höher. Das wurde schon gemessen. Die relative Luftfeuchtigkeit schwankt ungefähr zwischen 80% und 90%. Tagsüber wärmt die Sonne den Innenraum auf, dann ungefähr 80 und nachts kann er bis auf 90% ansteigen. Nehmen wir mal an, dass gerade in der Nacht ist und es herrschen 90% relative Luftfeuchtigkeit im Raum. Die Wärmedämmung hinter der Dampfbremse ist dadurch deutlich trockener, weil sie ja dahinter liegt. Sagen wir, sie liegt bei 50%. Zusammengezählt bilden wir den Mittelwert. Wir haben dann also eine relative Luftfeuchtigkeit von 70% und daran orientiert sich der Hydrosafe-Wert. Du hast gerade gesagt, 70%, 1,5 Meter SD-Wert, aber nur bis 2,5 Meter. Warum? Da hat man schon einen Schritt weiter gedacht. Wenn die Bahn bei baubedingt erhöhten Feuchten zu dicht ist, könnte eine mögliche Austrocknung zu gering sein. Daher muss sich die Bahn auch wieder öffnen, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion herauszuleiten. Ansonsten ist das Bauteil einfach zu lange oder auf lange Zeit nicht sicher. Ein Hydrosafe-Wert zwischen 1,5 und 2,5 Metern schützt die bei baubedingt erhöhten Feuchten und sorgt nach der Bauphase dafür, dass die Konstruktion ordentlich trocknen kann. Damit ist das Bauteil maximal vor Durchfeuchtung geschützt und funktioniert auch langfristig wie geplant. Schließlich will man ja die nächsten 50 Jahre Ruhe haben. Vielen Dank, Michael. Und wenn Sie noch Fragen dazu haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an technik@proklima.de oder rufen Sie in der Technik-Hotline an 06202 2782 45.